Hallo und herzlich willkommen zu einer spannenden neuen Folge Let's Code Octo Awesome. Ich bin Tom und wir waren bei der unbefriedigenden Situation stehen geblieben, dass wir zwar Dinge implementiert haben, aber davon einfach noch nichts sichtbar ist. Ich hoffe, wir kriegen das, nee, wahrscheinlich nicht, auch diese Folge nicht wirklich hin, aber dann arbeiten wir jetzt einfach mal konsequent weiter. Vielleicht schaffen wir es dann in 10 Folgen wieder irgendwas Sichtbares zu haben. Wir haben zuletzt versucht, dann das Ergebnis aus unserem Stream über das Ressourcen-Lifecycle-Konzept irgendwie zu implementieren. Das hat aber nicht ganz so gut funktioniert, weil wir sehr schnell auf Probleme gestoßen sind, wie zum Beispiel die Deklaration eines I-Items dazu führt, dass plötzlich alle unsere Blöcke ganz, ganz viele neue Properties kriegen. Und das ist eigentlich was wir vermeiden wollten, aus purem Speichermanagement schon. Deshalb wir an der Stelle schon wieder angefangen haben, ein bisschen umzubauen. Letztendlich kam es dazu, dass wir für all diese physikalischen Eigenschaften, die wir ja zum Schlag ausführen brauchen, haben wir jetzt einfach ein Physical Properties Set zusammengestellt. Das ist quasi so ein Set an physikalischen Eigenschaften, die wir dazu nutzen, um auszurechnen, welchen Einfluss oder welchen Impact ein Schlag auf ein anderes Item tatsächlich hat. Gut, diese Eigenschaften sind ja für alle Items, für alle Blöcke und für alles Mögliche gleich, weshalb wir außerdem beschlossen haben, dass wir das aus dem I-Item rausnehmen und deshalb nicht mehr für jede Instanz eines einzelnen Items die Sache zurückgeben, sondern dass es dann pauschal über die Definition zurückkommt. Jetzt die Frage von Julian, was passiert, wenn die Physik erweiterbar haben wollen? Und genau das ist der Grund, warum ich auf so Basiseigenschaften der Physik zurückgehe, nämlich Dinge, die nicht so konkret sind, sondern die auf dessen Basis man einigermaßen raten kann, was da so passiert. Das Problem bei erweiterbaren Eigenschaften, das hat man im Stream ja auch schon durchdiskutiert, ist ja, dass man leider immer zwei Parteien hat. Man hat immer den Schlagenden und man hat das Item, das den Schlag empfängt. Und beide müssen sich bewusst sein über die neue Eigenschaft, die du implementiert hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat diese neue Eigenschaft keinen Impact. Oder eines der beiden Objekte kann mit dieser Information nichts anfangen. Und das ist ein Problem, weshalb wir ja versucht haben, eine zentrale Schnittstelle zu finden, eben diese Definition all dieser physikalischen Eigenschaften, um den Schlag möglichst generisch zu definieren. Und also diese Eigenschaften sind halt die Dinger, die man hat. Also wenn du irgendwann mal noch, keine Ahnung, ein fünftes Element einfügst, dann wird's schwierig tatsächlich. Oh, da ist jemand aufgewacht. Sie hört mir gar nicht mehr zu. Obwohl sie es eigentlich sehen könnte, hören könnte jetzt wo die Klimaanlage aus ist. Alles. Ich tue nur so wie alte Leute. Ja, wenn es dich nicht interessiert, einfach machen, als ob. Schon okay. Okay, gut. Was soll ich sagen? Achso, wir haben jetzt diese physikalischen Eigenschaften und die physikalischen Eigenschaften kommen im Falle des Blocks in die Block-Definition rein. Das macht auch Sinn, weil die Eigenschaften natürlich für alle Blöcke in dem Zusammenhang gleich sind. Beziehungsweise muss ja gar nicht. Muss ja tatsächlich nicht. Wir können ja hier so eine Methode einführen, die Physical Properties heißt, get Properties, die aber auf Basis von iBlock das Ganze zurückgibt. So, damit hätten wir einen generischen Ansatz für die Möglichkeit, dass einzelne Blöcke doch andere physikalische Eigenschaften haben könnten. Und damit sind wir hier wieder generischer. Jetzt sehe ich gerade, guter Punkt hat Lassi da gerade in den Chat geworfen, deshalb muss ich lesen, was Lassi geschrieben hat. Okay, die Elektronik macht das auch gerade so. Und nachher müssen wir das als Mods. Ich bin mir nicht sicher, wie Mods funktionieren auf der physikalischen Ebene. Deshalb erstmal ignoriere ich das. Wir können natürlich nachher einfach zusätzliche weitere Properties einfügen. Aber dann bleibt das Problem, dass beide Seiten diese Properties kennen müssen, um auch wirklich richtig drauf zu reagieren. Wir denken mal drüber nach. Okay, jetzt haben wir dieses Get Properties in unserer Block Definition drinnen, aber eigentlich haben wir noch mehr Definitions. Wir haben noch den Resource Definition, da brauchen wir diese Sachen nicht,
Und wir haben noch die Item Definition. Die haben wir noch nicht definiert, die brauchen wir noch. Die fügen wir mal kurz ein. Das ist die iItem Definition. Und die iItem Definition hat die Aufgabe, alle möglichen Items, seien es Items, die auf der Welt rumliegen oder seien es Items, die im Inventar sind, in irgendeiner Form zu definieren. Das haben wir noch nicht getan. Das mache ich jetzt mal kurz. Was mich jetzt an der Sache stört, ist, dass ich sehr viele Properties einfach hin und her kopiere, obwohl die eigentlich überall gleich sind. Also ich brauche für jedes Item in irgendeiner Form ein Bitmap, ich brauche einen Namen, ich brauche dasselbe für die Blocks, ich brauche dasselbe für die Ressourcen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, ob man diese Sachen nicht irgendwie noch vereinheitlichen könnte. Die Frage, was das für eine Glühbirne ist bei Visual Studio. Mist, ich weiß gar nicht, wo die auftaucht. Ich kenne die nur aus dem Resharper, deshalb kann ich da jetzt wenig zu sagen. Ach, die da. Das heißt, dass da irgendwas geht. Quick Actions. Und dann kann man, dann kriegt man angezeigt, was man denn da alles machen könnte. Warum auch immer ich jetzt renamen sollte. Das will ich nicht. Will nicht renamen. Okay, ich lasse das erstmal beim Kopieren, weil mir ist gerade aufgefallen, dass wir in Resource Definitions ja die physikalischen Eigenschaften nicht brauchen. In der Item Definition allerdings schon. Das gefällt mir noch nicht, aber hilft jetzt nichts. So, da brauchen wir ein iItem. Nicht iBlock, iItem. Und iItems sind jetzt die Basis Elemente, die wir für alle möglichen Items brauchen. Item. Was immer das heißt. Sehen wir dann irgendwann. Weil iItem im Moment ja noch nichts wirklich kann. Im Prinzip würde ich die Sachen auch schon wieder rausnehmen, weil dieser Hit, der Hit eigentlich auch was ist, was in die Definition kann. Die Resources hingegen, die müssen leider hier rein. Weil die ja pro Blockinstanz gespeichert werden müssen. Da müssen wir uns dann was einfallen lassen. Pauls Vorschlag war sowieso, dass es nachher gar keine Instanzen mehr gibt von all diesen Dingen, sondern dass das alles in irgendwie abgefahrenen, komprimierten Listen drin ist. Das ist natürlich aus Platzgründen eine gute Idee. Zerstört uns ein bisschen die objektorientierte Programmierung. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Okay, also die Resources bleiben hier drin. Die Resources bleiben auch im Block drinnen. Also das heißt bleiben, die haben wir doch noch gar nicht drin. Die müssen hier rein. Hier sind ja schon ein paar Sachen drin. Wie die Orientierung zum Beispiel. Die Orientierung ist wirklich pro Block. Und auch da Pauls Hinweis, dass die Orientierung ja für manche Blöcke überhaupt nicht notwendig ist. Auch das ist richtig. Ja, jetzt läuft es auf sowas hier raus, dass wir hier zusätzlich zu der Orientierung auch noch die Ressourcen reinbringen können. So. Das sollte es jetzt im Prinzip gewesen sein. Jetzt müssen wir es allerdings noch implementieren. Das haben wir noch nicht. Weil alle diese Blöcke natürlich auf diese Ressourcenliste aufbauen, sollten wir das implementieren. Das Gute an der Sache ist, dass die Ressourcen wiederum blockunabhängig sind. Und ich kann das hier an dieser Stelle machen. Dann mache ich nämlich einfach ein enumerable of iResources und nenne das Resources. Mache hier ein Get. Und jetzt ist die Frage, ob das eine gute Idee ist, das nur ein Numerable zu machen oder ob wir einfach eine vollständige Liste hier reinmachen sollten. Machen wir erstmal eine Liste rein. Paul sagt, ich soll lieber ein Array nehmen. Ein Array ist halt von der Länge her definiert, weshalb ich lieber eine Liste nehme. Erstmal, um hier auf der flexiblen Seite zu sein. Deshalb erstmal das da. Erstmal nur eine Liste. iBlock List. Wobei natürlich den Array kann ich ja einfach neu setzen. Da hat der Paul schon recht. Das heißt, in dem Moment, wo der Generator sagt, da kommen Ressourcen rein. Die Ressourcen kann ich ja im Moment sowieso nicht. Ah, wohl, Vorsicht. Ich dachte gerade, die Ressourcen kann ich ja sowieso nicht einzeln rausholen. Das ist im Moment der Fall. Also mit unserer aktuellen Vorgehensweise zerschlagen wir erstmal nur den Stein. Aber möglicherweise finden wir später oder erfinden später ein Werkzeug, mit dem man gezielt einzelne Ressourcen aus dem noch in der Welt vorhandenen Block rausziehen kann. Und dann müssen diese Sachen ja auch neu geschrieben werden. Ich belasse es bei der... Ich mache ein Array. Ihr habt's recht. Ich mache ein Array. Ich mag Arrays eigentlich nicht, weil sie so unflexibel sind.
Ich lasse mich hier schon wieder überreden für irgendeinen Scheiß, was ich normalerweise niemals machen würde. So. Es bleibt bei einer Liste. Erst wenn das ein Problem ist, dann machen wir das anders. Und die Instanz der Liste definierst du einfach mal hier im Konstruktor. Public Block, den haben wir hier noch gar nicht. Dann machen wir Resources, ist eine New List. Kann man noch nicht schreiben, müssen wir private machen. So. Busy Beaver ist am Start. Yo, servus. Ja. Der Paul macht nachher alles wieder in Arrays, dann ist das so. Dann ist das so. Im Moment modellieren wir Dinge und ich glaube, zum Modellieren sind Listen ein bisschen flexibler als Arrays. So, aber irgendwie haben wir das immer noch nicht. Get Properties. Ach so, ja, die Block Definitions haben das natürlich noch nicht. Das implementieren wir einmal. Gerade gucken, ob wir da einen schönen Platz für kriegen. Ich denke, da passt das ganz gut. Ach so, das funktioniert aber anders. Physical Properties, get Physical Properties. Ist das richtig? Habe ich es richtig geschrieben? Block Definition, get Properties habe ich es nur genannt. Da kommt ein Block, aber der interessiert uns erstmal nicht, weil ich erstmal keine Unterscheidung mache zwischen den einzelnen Blocks, aber das kann später natürlich der Fall sein, wenn wir Stein haben, aber der Stein an unterschiedlichen Stellen, abhängig vom Luftdruck, was weiß ich, Schwierigkeiten macht, dann kann man hier anders reagieren. Ja, und an der Stelle käme jetzt quasi das Basisset für, wo sind wir gerade? Gras. So. Density 0,3. Keine Ahnung, was die Parameter nachher heißen. Teilbarkeit, alles easy. Das ist die Toughness. Das ist, Holz ist hoch, Sand ist niedrig. Die Granularität haben wir noch, doch haben wir. Der ist auch sehr hoch bei Gras. Obwohl, ein bisschen weniger hoch als bei Sand, weil das Gras ja die Sache zusammenhält. Machen wir das mal so. Und die Härte ist, das ist Gras. So. So, das wäre meine billige Lösung für den ersten, die erste Block Definition. Dann haben wir dasselbe nochmal für Ground. Ich lasse das jetzt einfach mal alles gleich. Das spielt jetzt im Moment gar keine Rolle. Aber ich muss hier mal mitlesen. Da wird so viel geschrieben. Ja, ich lese. Ja, aber du gibst mir ja keine. Ja, aber ist ja jetzt auch nichts hier, was. Okay, alles klar. Okay, gut. Sand. Da schließen wir uns einfach mal an. Fußball gucken. Läuft Fußball heute? Ich krieg sowas nicht mit. Ich ignoriere solche Dinge. So, was haben wir hier noch? Stone. Stone ist ein bisschen dichter. Relativ dicht. Fast das dichteste, was wir haben. So. Die Teilbarkeit ist relativ simpel. Die Granularität ist leider nicht gegeben. Die Härte ist allerdings schon da. So. Lassi sagt gerade, Density ist größer als. Im Moment habe ich noch keine Maßeinheit. Im Moment orientiere ich mich so ein bisschen an dem Wertebereich 0 bis 1. Vielleicht sollten wir irgendwann mal definieren, wie diese Parameter angegeben werden in der echten Welt, damit wir das nachher dann auch mit echten Formeln anwenden können. Also der Lassi hat jetzt hier mit Recht gerade eingeworfen, dass ich die Parameter hier falsch setze. Also das müssen wir da irgendwann mal definieren. Ich versuche jetzt nur erstmal grundsätzlich Dinge reinzufummeln, damit wir Werte haben. Wir die ganze Sache wieder kompilieren können. Das wäre nämlich ganz nett. Water fehlt noch. So. Wie gesagt, ich korrigiere die Sache jetzt erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal, dass wir vorwärts kommen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass wir noch keine Items haben. Ich würde mal ein Item einfügen, damit wir irgendwas haben. Ich weiß aber noch nicht genau, wie man das machen soll. Was brauchen wir denn? Sollen wir mal ein Werkzeug einfügen? Ich würde sagen, wir erzeugen mal unser erstes Werkzeug. Nennen wir es mal Pickaxe. Es ist ein imaginäres Werkzeug, das man nutzt, um Steine zu zerlegen. Habe ich jetzt mal so genannt. Dann brauchen wir eine Pickaxe. Mist, schreibt man das mit E hin? Ja, ne?
Pickaxe. Definition. Mit E. Danke. Und Lassi sagt gerade, da gucken wir irgendwann mal drüber. Genau. Also in dem Moment, wo wir halt uns mit unserem physikalischen Konzept, mit den Hits im Klaren sind, dann können wir, glaube ich, anfangen, diese Parameter zu definieren. Und das machen wir dann am besten mal zusammen. Gut, also eine Pickaxe-Definition haben wir jetzt hier. Zack. Das ist ja super. Das machen wir mal public. Und erben hier von einer iItem-Definition. Implementieren den ganzen Rotz auch, damit wir ein bisschen was haben. Das wird jetzt hier spannend, weil wir noch kein Pickaxe-Icon haben. Das lasse ich jetzt auch mal leer. Pickaxe schreibt man wahrscheinlich auch nicht mit großem A, ne, so wie ich das gerade getan habe. Clever, Tom, clever. Ich korrigiere das mal eben. Pickaxe. Ja. So, und die physikalischen Eigenschaften, die sind auch noch nicht ganz klar. Return new, bla bla. Und das hat halt eben andere. Da ist die Dichte halt sehr hoch. Na komm schon. Eins. Wie gesagt, das wird noch spannend. So. Dann haben wir das hier definiert. Und ja, jetzt ist die Frage, Pickaxe als Item brauchen wir natürlich auch noch. Fällt mir gerade auf. Pickaxe. Und das ist jetzt ein iItem. Public. Und das braucht ein paar Eigenschaften. Die Pickaxe hat Resources. Und jetzt wird es spannend. Haben wir eine Basisklasse-Item? Ja, haben wir. Aber das ist ja im Moment noch die falsche. Wir müssen das unbedingt umändern. Wo ich dieses Item hier gerade anschaue, sehe ich natürlich, dass Objekte, die in der Welt liegen, auch über eine Koordinate verfügen müssen, überraschenderweise. Und im Moment haben wir ja die Dinge, die in meinem Inventar sind, und Dinge, die auf der Welt liegen, sind beides Items. Aber das da hat eine Koordinate, das da nicht. Das heißt, irgendwie müssen wir uns da noch ein bisschen im Klaren darüber sein, wie wir das handeln wollen. Also ich kann natürlich jetzt hier die Koordinate einfach nullable machen. Das ist eine Möglichkeit. Masse, Velocity, bla. Das sind alles Dinge, die müssen ja nachher auch noch ins Item rein. Das macht auch Sinn. Velocity nicht. Velocity auch nur dann, wenn es draußen sitzt. Also wenn es in der echten Welt unterwegs ist. Ja, das wird alles noch sehr, sehr spannend. External Force auch. Aber was wir brauchen, ist die Masse natürlich im Item und wir brauchen die. Ne, wir brauchen sie nicht zwangsläufig. Fällt euch eine gute Idee ein, wie wir das machen können ohne Nullable-Parameter? Das finde ich nämlich ziemlich doof. Das Item selber ist ja im Grunde. Es ist halt zu generisch, das ist mein Problem daran. Das Item ist sowohl draußen als auch in meinem Inventar. Also wahrscheinlich läuft es darauf raus, dass wir all diesen Dingen, die nachher im Inventar landen können, eigene. Ah, okay. Nee, ist auch Blödsinn. Weil aus dem abgebauten Block wird dir nachher ein Item. Also es wird einen Transformierungsprozess geben, der aus dem Steinblock nach der Verarbeitung ein Item macht, das den Block repräsentiert. Und umgekehrt. Also wenn man einen Block im Inventar hat und den platziert, dann wird der zum Block. Also wir haben eine Konvertierung. Das heißt, das ist nicht dasselbe, aber beim Item ist es nun mal doch dasselbe. Oder wir machen auch da wieder nochmal einen Konvertierungsprozess und unterscheiden zwischen Items, die in der Welt liegen und Items, die in meinem Inventar liegen. Da bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Habt ihr da eine Meinung zu? Solange ihr noch keine Meinung dazu habt, implementiere ich mal den ein oder andere Ressource. Das mache ich mal hier. Ich werde einfach mal Iron Ore Resource Definition. Iron Ore Definition machen wir jetzt mal so. Definition.
Items in der Welt können dann nicht abbauen. Naja, das ist halt. Ja, du. Ja. Paul, du würdest nicht unterscheiden zwischen draußen liegenden Items und Inventar-Items. Wie schaut es mit den Blocks aus? Weil die Blocks unterscheiden wir im Moment ja schon, aber das liegt einfach daran, dass die anders repräsentiert werden in der Welt. Aber also bei dem Item bin ich eben auch hin und her gerissen. Nicht ganz sicher, wie ich das haben will. Das ist ein iResource. Achso, haben wir noch gar keine iResource Definition? Ich dachte, die hätten wir schon definiert. iResource Definition, da ist sie. Ist ja nur die Public. Resource Definition. Braucht wieder ein Bitmap. Braucht. Ist schon drin. Braucht einen Namen. Instance brauchen wir noch nicht. Get type brauchen wir noch nicht. Das ist alles noch nicht wichtig. Und die Definition. Oh. Item Definition. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Ressourcen. Ne, passt. Die müssen nämlich alle da rein. Aha, hier gibt es noch Antworten. Okay, Blocks unterscheiden. Ja, da bin ich auch der Meinung. Dann Items in der Welt sammeln. Wie ein. Das ist eine gute Frage, Susch. Kann man mit Items kollidieren? Ja, nein. Das ist noch nicht ganz klar. Da würde ich fast sogar vom. Puh. Okay, also ich würde mit den Items nicht kollidieren, sondern einsammeln, so wie Paul es gerade sagt. Allerdings sollen ja später auch die autonomen. Nee, die nehmen wir dann einfach mal Entities, glaube ich. Ich glaube, das werden wir dann irgendwann mal umbiegen. Also, dass Player und NPCs und so keine Items sind, sondern Entities. Dass die separat behandelt werden, weil mit denen möchte ich früher oder später kollidieren. Okay, gut, dann machen wir das genauso. Dann bleiben wir bei Item und geben der Eigenschaft Position einfach ein Nullable dazu, sodass wir Items, die im Inventar sind, einfach, die haben keine Position. Ja, damit kann ich leben. Das finde ich gut. So, irgendwas wollte ich hier implementieren gerade noch. Ah, Iron Ore. Iron Ore ist Item. Nein, ist Resource. Entschuldigung. Resource. Kann das was? Kann Resource irgendwas? Nein. Weiß ich noch nicht, was wir da alles brauchen. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal die Sachen implementiert. Die Zeit ist jetzt auch irgendwie vorbei. Es kompiliert noch, das beruhigt mich sehr. Aber sehen können wir immer noch nichts. Macht nichts, weil wir machen morgen an derselben Stelle weiter, wenn es denn wieder heißt, Let's Code Octo Awesome. Bis morgen.